Was meinen Sie? Mit der Waffe oder mit meinem Verstand und der Schreibfeder? Luise Esten! Mathilde Haneke! Die Mathilde Haneke? Die Luise Esten? Das freut mich sehr, dass ich Sie jetzt persönlich kennenlerne. Vielen Dank. Sie haben mit Ihrer Streitschrift mich verteidigt, als ich aus Berlin ausgewiesen wurde. Ja, das war so ungerecht, was Ihnen widerfahren ist. Ja, das stimmt. Ich habe eine Streitschrift für Sie verfasst. Ja? Ja, weil ich war so wütend über Ihre Ausweisung. Das war wieder mal der Beweis dafür, wie ungerecht unsere Gesellschaft zu uns Frauen ist. Ja, genau. Jedes Mal steigt in mir die Wut auf, wenn ich daran denke, was mir von klein auf eingetrichtert worden ist. Halt den Mund! Mädchen haben von nichts eine Ahnung. Genau. In allen Lebenslagen. Wenn Männer zum Beispiel behaupten, dass wir Frauen nicht politisch tätig sein können, weil unsere Gehirne kleiner sind. Ja. Oder weil wir uns immer von unseren Gefühlen leiten lassen und deswegen nicht vernünftig denken können. Im Ernst, Sie waren die Einzige, die zu mir gehalten hat. Ja. Ich ergebe an. Na und? Und ich bin stolz drauf. Es ist doch mein gutes Recht, Hosen zu tragen. In Kneipen zu gehen und mit Männern zu diskutieren. Und mir meinen Mann selbst auszusuchen. Na, wo kämen wir denn dahin, wenn die Frauen sich die Männer selbst aussuchen könnten? Ich wurde mit 19 Jahren einfach verheiratet, ohne dass man mich gefragt hat. Das kenne ich. Man wird einfach verkauft. Ja, mein Mann hat im Tausch für mich die Schulden meines Vaters übernommen. Ah, oh, wie furchtbar. Ja, und wahrscheinlich sollten Sie noch dankbar dafür sein. Ja, genau. Er war so widerlich. Ständig besoffen und geschlagen hat er mich auch. Hier habe ich noch eine Narbe, wo er mich mit dem Schürhaken erwischt hat. Wie furchtbar. Aber Sie sind hoffentlich nicht mehr bei diesem gemeinen Kerl. Nein, aber es war ein harter Kampf, der 3 Jahre gedauert hat. Aber dann war ich geschieden. Da können Sie stolz auf sich sein. Ich stand völlig alleine da. Alle waren gegen mich. Oh, sowas macht man nicht mit einer Geschiedenen. Da wollen wir nichts zu tun haben. Überall wurde ich ausgeschlossen. Das Gefühl kenne ich. Meine Romane, die waren für die Leute gefährlich, gotteslästerlich, unmoralisch. Und deswegen bin ich überall immer wieder rausgeflogen. Nicht nur in Berlin. Ich war in Hamburg, in Bremen, in der Schweiz und immer wieder weiter, weil die Leute mich und meine Romane, meine Arbeit nicht verstehen konnten. So schlimm, das wusste ich nicht. Als dann die Revolution kam, da dachte ich, endlich, endlich passiert was. Endlich stürzen sie die verdammten Könige und das elende Militär. Ich wollte sofort mitkämpfen. Und wo ist es hingegangen? In den Norden, gegen den dänischen König. Mit Gewehr und allem drum und dran? Ja, mit Gewehr und allem drum und dran. Respekt. Das hat sich so gut angefühlt. Und da habe ich meinen Daniel kennengelernt. Der ist Arzt. Und den habe ich dann freiwillig geheiratet. Weil ich das wollte. Und weil wir beide für Freiheit sind und für Demokratie. Ich habe dann auch noch einen gefunden, der zu mir und zu meinen Idealen passt. Meinen Fritz. Ja,
Wir haben zusammen eine Zeitung herausgegeben für Demokratie und Sozialismus. Und dafür haben Sie meinen Fritz dann eingesperrt. Und Sie? Haben Sie die Zeitschrift allein weitergemacht? Ja, natürlich. So leicht lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Er ist im Gefängnis gesessen, weil er die Freiheit liebt und ich habe draußen alles gemacht. Ich habe den Vertrieb und Druck der Zeitung organisiert, ich habe Artikel geschrieben, Autoren beauftragt und nebenbei noch unser Kind bekommen. Ah, es hat sich alles so gut und so richtig angefühlt. Auch wenn es schwer war. Aber nichts gegen das Elend, was um uns herum herrschte. Es war so eine schlimme Zeit, die Leute hatten nichts zu essen. Keine Kleidung, keine Heizung. Meinen Kollegen und Freund Robert Blum. Der hat sehr gut beschrieben, wie die Menschen in den Armensiedlungen gehaust haben, um die Bürger in der Stadt aufzurütteln. Die Menschen leben in elenden Wohnungen, in die es hineinregnet und schneit, mit verdreckten Strohhaufen als Betten. Erwachsene laufen in Lumpen herum. Kinder haben gar nichts an. Das Essen ist ein Kleister aus schwarzem, verdorbenem Mehl oder eine Suppe aus Kartoffelschalen. Um nicht zu erfrieren, verfeuern die Menschen grünes Reisig. Dabei entsteht ein beißender Rauch, der die Behausungen zur schwarzen Hölle und die Kinder blind macht. Bleiche, matte Gerippe, die man Menschen nennt, stürzen auf der Straße hin vor Hunger und bleiben dem Schicksal überlassen. Das alles sind keine Märchen, das sind Tatsachen. Und was hat es gebracht, dass er das geschrieben hat? Erschossen hat man ihn. Aber das war auch der Grund dafür, warum ich angefangen habe zu kämpfen. Irgendwas musste man ja machen. Ja. Und zum Glück waren wir nicht allein. Es gab ja schon Aufstände im Volk. Miau! Miau! Berlin, 25. April 1847. Am Morgen des 21. April brachen auf dem Gendarmenmarkt tumultartige Unruhen aus, als eine Händlerin abrupt die Kartoffelpreise erhöhte. Vor allem Weibsvolk stürmte daraufhin die Marktstände, zerschnitt die Kartoffelsäcke und bediente sich. An den beiden darauffolgenden Tagen zogen demolierende Horden durch die Stadt und plünderten zahlreiche Geschäfte. Frauen stürmten in Scharen die Bäckerläden, in denen, wie sie riefen, den Armen Pappenstadtbrot verkauft wurde
und stimmten mit lautem Miauen, Schimpfen, Schreien, untermalt vom Scheppern von Töpfen, Deckeln und Kesseln vielerorts sogenannte Katzenmusiken an. Erst am dritten Tag gelang es der Berliner Garnison mit über 7000 Soldaten, die Proteste niederzuschlagen und die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Aber das hat ja auch nichts gebracht bei den oberen 10.000. Den feinen Damen und Herren, denen war das ja alles egal. Ich verstehe das nicht. Was haben die denn alle? Es gibt doch noch Kartoffeln und die Regierung hat Getreide angekauft. Was anderes brauchen solche Leute doch sowieso nicht. Das reicht doch für die. Naja, es scheint ja, dass die Menschen nichts mehr zu essen haben, weil die Kartoffeln alle verfault sind wegen dieser Kartoffelfäule. Aber das hat doch der König nicht wissen können. Der kann es doch auch nicht richten, wenn diese Leute hungrig sind. Dann müssen sie eben sparen. Naja, ganz so viel haben sie ja vorher wohl auch nicht gehabt. Mein Dienstmädchen jammert ja immer, dass ein halbes Brot am Tag für ihre Familie nicht reicht. Aber was kann denn ich dafür, dass sie ihre Eltern und ihre 6 Geschwister miternähren muss? Was können wir dafür, dass die wirtschaftliche Lage für diese Menschen so schlecht ist? Bestimmt sind sie selbst schuld dran. Ja! Und man kann ja immer noch Maikäfersuppe essen. Maikäfersuppe? Maikäfersuppe! Hab ich neulich in der Zeitung gelesen. Man nehme und schmelze Butter, tue Mehl dazu, entferne die Beinchen und Flügel der Maikäfer, füge sie hinzu, fülle das Ganze mit Wasser auf und koche es. Nicht unbedingt was für unser eins, aber bestimmt köstlich für so einfache Geschmäcker. Sehr nahrhaft. Und wenn man keine Butter hat, ja, dann macht man es halt ohne Butter. Und wenn man kein Mehl hat, Sie wissen ja, die gestiegenen Getreidepreise. Dann macht man es halt ohne Mehl. Man nimmt einfach einen Topf Wasser, tut die Maikäfer hinein, aufkochen, umrühren, fertig. Maikäferfestung zu Ende ist. Dann kocht man wohl Steinsuppe. Steinsuppe? Man nimmt einen Topf Wasser, tut die Steine hinein und kocht das Ganze. Und weiter? Nichts weiter. Und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mussten wir daheim. Und am Donnerstag litten wir Not. Und am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen, das Brot fällt säuberlich. Sonst müssen wir samstags backen und fressen, o König, dich. Ha, schön, schön, schön. Liebe Freundinnen und Freunde,
Wie wunderbar, dass ihr heute alle den Weg hierher gefunden habt. Jawohl. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Genau. Die Lage ist katastrophal und wird jeden Tag schlimmer. Die neuen Industrien nehmen unseren Handwerkerinnen und Handwerkern die Arbeit weg. Ja, denk nur an die armen Weber. Sie finden keine Arbeit mehr. Auf dem Land und in der Stadt hungern die Menschen. Und was kümmert es die Könige und Fürsten der 34 deutschen Lande? Was glaubt ihr? Was glaubst du? Ja. Ja? Ja, oder was glaubst du? Was glaubt ihr, kümmert es sie? Ja, nichts, ja, genau. Nicht. Lauter nichts soll's. Ja. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir leben doch in ständiger Angst vor der polizeilichen Überwachung. Ja. Wir wollen unsere persönliche Freiheit. Das zählt. Ja, also nur als kleines Beispiel, ja, dazu. Letztens habe ich meine Nachbarskinder dabei beobachtet, wie sie voller Freude nach draußen gelaufen sind, um zu spielen. Naja, ihr wisst schon, Kastanien sammeln, im Laub herumtollen und so weiter. Doch kaum waren sie draußen, da kam ein Polizist, der sie verscheuchte, denn kein Kind darf singen, spielen oder irgendeinen Blödsinn machen, dass nicht sofort ein Polizist da ist, der es ihm verbietet. Ja, stellt euch das mal vor. Und genau so halten die Könige und Fürsten das deutsche Volk in Knechtschaft. Ja, habe ich recht, oder? Ja. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ein Gedanke durchzuckt Europa. Und dieser Gedanke heißt Revolution. Manchmal muss man Widerstand leisten und sogar zu den Waffen greifen, um die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Revolution! Das heißt aufstehen gegen die Könige und Fürsten, die uns unterdrücken. Denn wir Menschen wollen mitbestimmen, wie es mit uns und unserem Land weitergeht. Daher fordern wir erstens sofortige Herstellung eines gesamtdeutschen frei gewählten Parlaments. Zweitens Presse- und Meinungsfreiheit. Drittens unabhängige Richter und Gerichte. Viertens Volksbewaffnung, damit die Könige und Fürsten das Volk mit ihren Soldaten nicht mehr unterdrücken können. Ja. Dies, liebe Freundinnen und Freunde, sind unsere Märzforderungen. Und nun, Volk, steh auf! Sturm, bricht los! In Berlin, als dann wirklich der Sturm losbrach. Ja, ja, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Hier, hier. Oh, und hier dieser Theodor Fontane, der auch. Ich glaube, das wird mal ein ganz bekannter Schriftsteller. Also, letztes Jahr, also 48, da war er noch Apothekergehilfe. Mhm. Und jetzt hat er angefangen zu schreiben.
Aber ich will es dir lieber so erzählen, wie aufregend das damals war und sich immer noch so anfühlt, wenn ich nur dran denke. Es ist der 18. März 1848, frühmorgens. Ich sitze im Kaffeehaus. Es ist ein friedlicher und freundlicher Morgen. Ganz anders als die Tage zuvor, als es immer wieder kleinere Straßenkämpfe zwischen Revolutionären und Soldaten gab. Aber die Revolution naht. Ich fühle es ganz genau. Und ich kann es kaum erwarten, endlich in einer freien Republik zu leben. Es ist der 18. März 1848 und ich bin wie jeden Morgen sehr früh aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Mittags macht ein Gerücht die Runde. Der König spricht um 2 Uhr vom Balkon seines Schlosses zu seinem Volk. Der König will auf die Märzforderungen eingehen. Der König will einer Verfassung zustimmen. Ich bin glühender Demokrat und will mich sofort auf den Weg machen. Aber mein Chef ist dagegen. Er macht sich allerdings kurz darauf auf den Weg zum Schloss. Ich höre, dass der König zum Volk sprechen will. Und ich sehe Menschenmengen dem Schloss zuströmen. Ich laufe aus dem Kaffeehaus und schließe mich der Menschenmenge an. Beim Schloss angekommen, stehe ich ganz hinten fest in die Menschenmenge eingezwängt. Da erscheint vorne auf dem Balkon der König und beginnt zu sprechen. Mist! Ich sehe ihn kaum und verstehen kann ich ihn auch nicht. Plötzlich brechen alle in Jubelrufe aus und rufen, er lebe hoch! Der König scheint auf die Märzforderungen eingegangen zu sein. Die Menschenmenge fängt an, sich in Richtung Schloss zu bewegen. Sie wollen dem König ihre Dankbarkeit bezeugen. Aber da erklingt ganz vorne ein lauter Befehl von einem Offizier. Und dann laufen Soldaten im Sturmschritt auf die Menschenmenge zu. Mit vorgehaltenen Bajonetten stechen sie auf harmlose Spaziergänger ein. Und plötzlich Gewehrschüsse. 1, 2. Totenstille. Und dann rufen alle, Rache, Rache, das ist Verrat. Es ist Nachmittag und ich fühle schon die ganze Zeit eine große Unruhe. Da stürzt plötzlich mein Chef in die Apotheke mit verzweifeltem Gesicht und erzählt von dem Chaos am Schlossplatz. Das hat es ja noch nie da gegeben. Das ist ja die reinste Veräppelung. Alles versprechen und dann schießen lassen und auf wen? Auf uns, das Volk. Jetzt kann ich nichts mehr halten. Ich stürze aus der Apotheke auf die Straße. Ich will für die Freiheit einstehen. Die Straße ist menschenleer. Aber an der Ecke wird gerade eine Barrikade errichtet. Eine Straßensperre. Mit allem, was man finden kann, umgekippten Kutschen, Fässern, Leitern, Möbeln, wird ein hoher Haufen gebaut, damit man sich dahinter für den Kampf verstecken kann. Ich überlege noch, was ich tun kann. Und plötzlich geht alles so schnell. Von überall her kommen Soldaten und ein höllischer Kampf bricht los. Ich versuche, so schnell wie möglich von den Soldaten wegzukommen. Nur ein paar hundert Meter entfernt, vor der Zeitungshalle, da sehe ich, wie in Windeseile eine Barrikade emporwächst und die Revolutionäre sich bereit machen, um gegen die anrückenden Soldaten zu kämpfen. Ich suche Deckung. Und da sehe ich meine Freundin Caroline, die im Haus neben der Zeitungshalle als Dienstmädchen arbeitet, ans Fenster treten. Ich will gerade rufen, weg da, Caroline, da fehlt ein Schuss. Und eine Kugel trifft sie. Tödlich. Plötzlich fällt mir ein, dass in Erzählungen und Geschichtsbüchern immer von der großen Wirkung des Sturmläutens die Rede ist. Lautes Glockengeläut, damit alle alarmiert werden. Ich laufe also zur nahegelegenen Georgenkirche, um dort mit diesem Sturmläuten zu beginnen. Die Kirche ist zu. Ich schaue mich nach etwas um die Türe aufzubrechen.
Ich sehe einen Holzpfahl. Er steht schief und wackelt. Ich versuche, ihn herauszuziehen. Ich quäle mich wie wahnsinnig mit ihm ab. Aber es hat keinen Sinn. Ich muss meinen Plan fallen lassen. Sturmläuten ist nicht. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Ich laufe zurück in die Königsstraße. Dort kommt eine große Menschenmenge auf mich zu. Ohne zu wissen, was sie vorhat, lasse ich mich von der Menge mitreißen. Ich laufe durch die Straßen, nur noch mit dem Gedanken, sicher nach Hause zu kommen. Überall sehe ich Barrikaden. Ich höre die Rufe, nieder mit dem König! Ich sehe Menschen auf den Barrikaden stehen, kämpfen und sterben. Frauen und Kinder schleppen Pflastersteine herbei, die Waffen der Bürger. Von den Dächern regnet es Steine. Aber die gegen die Gewehre und Kanonen der Soldaten können sie auf Dauer nichts ausrichten. Die Menge bewegt sich auf das Theater zu und wir nehmen es im Sturm. Kaum sind wir drin, wird alles Mögliche nach draußen geschafft, um eine Barrikade zu errichten. Möbel, Kulissen, Theaterwaffen, Degen, Speere und kleine Gewehre. Ich bekomme eins davon zu fassen. Ich höre Schüsse fallen. Ich fange an, mein Gewehr zu laden. Ich klemme es mir fest zwischen die Knie und schütte sehr ausgiebig Pulver hinein. Da sagt ein erfahrener Kämpfer neben mir, na hören Sie mal, wer weiß, ob der Feuerstein noch so funktioniert. So voll, wie Sie das gemacht haben, da platzt Ihnen noch der Lauf und dann sind Sie hin, wa? Lassen Sie das mal lieber, ne? Die Worte sind gut gemeint und ohne Spott gesprochen. Aber mit einem Mal bekomme ich Angst, dass ich nichts ausrichten kann. Zum Glück reicht mir da der Kämpfer seinen Degen und ich klettere draußen auf die Barrikade. Zu Hause angekommen, lege ich mich in meinem Zimmer flach auf den Boden. Wie leicht könnte eine Kugel durchs Fenster schlagen und mich treffen? Ich höre Gewehrschüsse mal weit weg, mal ganz nah. Flintengeknatter, Patronen, die wie Hagelkörner aufs Dach und gegen die Scheiben schlagen. Plötzlich sehe ich neben mir Ernst Zinner. Ich kenne ihn. Er wohnt in meiner Nähe. Er lernt Schlosser und wir grinsen uns zu. Aber da kommen auch schon die Soldaten näher. Einige andere flüchten, aber wir stehen da. Da plötzlich reißt mich eine Art Stoß nach hinten um. Brennender Schmerz, ich bin getroffen. In den Arm, ich falle hinter die Barrikade. Es knallt. Wieder und wieder wird geschossen. Da rollt plötzlich ein Körper die Barrikade runter und bleibt neben mir liegen. Es ist Ernst Zinner. Er ist tot. Gerade mal 15 Jahre alt. Genau wie ich. Es ist Sonntagmorgen, der 19. März. Die Kämpfe wurden eingestellt und die Soldaten ziehen sich zurück. Ein Leichenzug bewegt sich durch die Stadt. Die Kämpfer der Nacht, noch bewaffnet, ehren ihre ermordeten Kameraden. Als der Zug beim Schlosshof ankommt, lässt der wachhabende Offizier sie durch. Er kann nicht anders. Nun wird in einer stillen Zeremonie eine Bahre nach der anderen in den Hof gestellt. Dazu werden die Namen der Toten deklamiert, zuweilen mit einem Zusatz. 14 Jahre alt, mein einziger Sohn, ohne Pardon niedergetreten, nachdem er sich ergeben hatte. Ich sehe der Zeremonie zu und muss an Caroline denken.
Sie hat kein leichtes Leben gehabt. Als Dienstmädchen muss man oft 16 Stunden am Tag arbeiten, auch am Wochenende. Nur jeden zweiten Sonntag hatte sie frei gehabt. Caroline hatte gar keine Zeit gehabt, sich für Politik zu interessieren. Und trotzdem war sie ein Opfer des Königs geworden. Plötzlich höre ich eine Stimme rufen. Der König soll kommen! Die Menge stimmt in den Ruf ein. Die Stimmung kippt und ich fürchte, dass erneut Kämpfe ausbrechen werden, als plötzlich der König Friedrich Wilhelm erscheint. Harsch ertönt die Aufforderung eines Kämpfers: Hut ab! Der König zögert, dann zieht er tatsächlich den Hut. Der König muss den gefallenen Revolutionären die Ehre erweisen. Das Volk ist Sieger! Wenn auch nur für kurze Zeit. Das war eine heiße Märzenzeit. Trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm, trotz alledem und alledem. Es gilt uns gleich, trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts, trotz alledem. Nur was zerfällt, vertratet ihr. Seid Kasten nur trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum. Trotz alledem und alledem. Es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht. Trotz alledem. Politik und Rasiermesser sind zwei unvereinbare Dinge. Sehen Sie die Bartkunst, dann wissen Sie sogleich, welche politische Gesinnung dieser Mann hat. Bartkunst. Bartkunst. Konstitutioneller, sorgfältig gepflegter Schnurrbart mit glatt rasiertem Kinn, zumeist adelig, sieht sich gern als Freiheitskämpfer, da er eine Verfassung fordert, aber nur mit Rechten für reiche Bürger und Adlige. Naja, Verfassung ja,
aber nur für Reiche. Ein Parlament, ja, aber nur für Reiche. Polizist. Schnurrbart mit kleinem Zwickelbart an der Unterlippe. Ist mit der nötigen Vorsicht zu behandeln. Es sei denn, man hat viele gute Freunde dabei. Oh, Hilfe! 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 Liberaler! Schnurrbart, starker Knebelbart ohne Backenbart. Steht eigentlich für Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, eine Verfassung. Kippt aber im Zweifelsfall und stellt sich gegen die Demokraten. Hilfe! Demokraten! Hilfe! Hilfe! Demokraten! Hilfe! Demokraten! Hilfe! Demokraten! Hilfe! Demokraten! Hilfe! Demokraten! Hilfe! Demokraten! Demokrat. Der Bart reicht von einem Ohr zum anderen. Mit der Schere sorgfältig gekürzter Wuchs zeigt den entschiedenen Menschenfreunden an, der gleiche Rechte für alle Menschen fordert. So schön, dass ihr da seid. Ich finde es sehr gut, dass ihr unserer Aufforderung und dem Flugblättern gefolgt seid. Wir müssen Banden bilden, liebe Freundinnen und Freunde, denn nur so können wir Dinge ändern. Nur so können wir eine neue Gesellschaft schaffen. Anarchie! Revolution! Radikaler! Der unberührte Bart Urwald, wilder Naturwuchs, der niemals mit einer Schere oder einem Messer in Berührung kommt, weist den radikalen Verbesserer oder kommunistischen Träumer aus. Revolution! Ja. Und diese Träumer, die sind dann nach Frankfurt zur Volksversammlung in die Paulskirche gegangen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Nun, ich war dabei. Wirklich? Ja. Es waren ja zum allerersten Mal Frauen auf der Zuschauertribüne zugelassen. Ja, immerhin. Ja? Ich habe über anderthalb Stunden in der Kälte angestanden, um einen Platz zu bekommen. Alle wollten rein. Du kannst dir das Geschiebe und Gedränge nicht vorstellen. Aber ich weiß, was ich nicht ereignet habe da. Demokratie! Die hat nämlich Heinrich von Gagern erfolgreich verhindert. Kannst du denn auch nicht leiden? Naja, der hat ja schließlich dafür gesorgt, dass nur seine Gesinnungsgenossen in der Versammlung eingeladen waren. Von den Demokraten, von den echten Demokraten waren ja viel weniger dort. Ja, aber oben auf der Zuschauertribüne, da waren zum Glück viele Demokratinnen und Demokraten mit großen Träumen. Ja, aber Heinrich von Gagern, der wollte ja gar keine Demokratie. Der wollte einen Kaiser mit einem Parlament, das ihn kontrolliert. Ja, und mit allen Tricks hat das versucht. Mhm. Keine Rede darf länger als 10 Minuten dauern. Das hat Heinrich von Gagern verordnet. Ja. Das galt natürlich nicht für seine eigenen Leute. Zum Glück ist es unseren Abgeordneten noch gelungen, trotz alledem, ja, unsere wichtigen demokratischen Ziele in der Versammlung vorzutragen. Erstens, Presse- und Meinungsfreiheit. Beseitigung der Armut! Jawohl! Drittens, Abschaffung der Monarchie! Ja.
Herstellung eines frei gewählten gesamtdeutschen Parlaments. Am Ende war es total still in der Paulskirche. Obwohl über 2500 Menschen da waren, es ratterte in den Köpfen. Hä? War da gerade ein Antrag auf Revolution gestellt worden? Und dann brachen wilde Diskussionen aus. Heinrich von Gagern beschimpfte die Demokraten aufs Wüsteste. Ja, der wollte ja nur einen Kaiser mit Verfassung. Ja, alle schrien durcheinander, beschimpften sich gegenseitig. Es gab keine Abstimmung, sondern nur wüstes Schimpfen. Der Antrag der Demokraten, der sei wüster Sozialismus, Anarchie, Kommunismus. Ja, es bildeten sich zwei Lager, ja. Die Linken und die Rechten. Also das machen wir jetzt mal konkret. Ja, also hier sind die Linken und da sind die Rechten. Ja, das ist eigentlich von euch aus gesehen. Nee, von uns aus gesehen. Hier, und das üben wir jetzt mal, ja, den Tumult. Also ihr ruft, wir wollen Freiheit. Und ihr ruft, wir wollen den König. Ja, das machen wir jetzt mal. Innere Widerstände überwinden. Ja, und ihr schön laut, ihr wollt doch Freiheit, oder? Wollt ihr doch Freiheit? Also natürlich damals, also jetzt nicht. Wir haben beschlossen, dass die Entscheidung über Monarchie oder Demokratie vertagt wird. Vertagt auf wann? Immer Hoffnung machen, immer versprechen und nichts halten! Ja. Und die Könige und Fürsten und vor allem der bayerische König und der preußische König, die lachten sich ins Fäustchen und freuten sich, wie die im Parlament sich so zerstritten. Majestät? Eure Majestät? Durchlaucht. Nur ein paar Fragen bitte. Eure hochwohlgeborene Majestät, Sie sind ja jetzt vom gesamtdeutschen Parlament in der Paulskirche zum Kaiser gewählt worden. Was sagen Sie dazu? Ich bin ein König. Ich bin ein König und durch meine Adern fließt anderes Blut als durch die Adern von normalen Menschen. Ich bin ein König vor Gottes Gnaden und nur von Gott lasse ich mir was sagen. Ich lasse mir doch sicher nicht das Hundehalsband der Revolution anlegen. Die Kaiserkrone kann mir nur von mir selbst und durch meinesgleichen aufgesetzt werden. Aber sicher nicht von solchen Schelmen, Sauhunden, Halunken, Lumpen, von solch einem Pöbel. Aber
Sie haben ja in Ihrer Verlautbarung vom 18. März 1848 den Märzforderungen zugestimmt. Sie haben dem Volk eine Verfassung, Volksbewaffnung und unabhängige Gerichte versprochen. Ja, da sieht man mal wieder, dass Damen dämlich und wir Herren herrlich sind. Wissen Sie, man muss einfach Fuchs und Löwe zugleich sein. Also, wie Sie jetzt gucken, verstehen Sie wohl nichts, was? Dann will ich Ihnen das mal erklären. Man muss sehr klug und hart gleichzeitig sein. Wissen Sie, am 18. März 1848, da musste ich ein ganz kleines bisschen nachgeben wegen all der unangenehmen Dinge, die da passiert sind in Frankreich, Italien, Österreich etc. pp. Dummerweise ist das ja dann nach der Ankündigung vom Balkon meines Berliner Schlosses alles ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen. Naja, Sie wissen schon. Ja, Sie haben damals gesagt, dass ein paar Ruhestörer Ihre armen Soldaten angegriffen hätten und das nur deshalb... Aber nach dieser Nacht musste ich noch ein ganz kleines bisschen mehr klein beigeben. Es war ein trauriger, ein sehr, sehr trauriger Moment für mich. Aber als ich in dieser Nacht voller Angst durch die Gänge meines Schlosses irrte, da erkannte ich, dass wenn ich es schaffe, das Volk und diese elenden Revolutionäre, diese widerlichen liberalen Demokraten zu besänftigen, dann würde sich die ganze Sache ganz von selbst erledigen. Wie meinen Sie das? Fuchs, Mädchen, Fuchs muss man sein, Sie Dummerchen. Sehen Sie die sich doch mal an, diese ganzen Revolutionären, Liberalen und Demokraten. Die sind sich ja ganz und gar uneins. Und dann gibt's ja auch noch die vernünftigen Menschen. Jene, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Monarchisten, die mich und meinesgleichen an der Spitze wollen. Und die, alle zusammen im Parlament. Ha! Die zerfleischen sich doch gegenseitig. Habe ich mir gedacht, und so ist es ja auch gekommen, ne? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt wird alles wieder so, wie es war. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen und wir bringen diesen elenden Hund dorthin, wo sie hingehören, in die Kerker. Vergessen Sie die Revolution. Vergessen Sie jene, die sie begonnen haben. Sie können nicht gewinnen. Der Schnurrbart wurde allmählich wie ein Hundeschwanz so groß. Doch heut im Lied erzähl ich euch von dem Säbel bloß. Uff, da, 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 uff, da, 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 tätere, tätä. Mit diesem Säbel nämlich rasselt er alle Zeit. Ihr meint, das wäre dämlich, wie klug ihr Kinder seid. Er rasselt, wenn die Leute vor Hunger fast vergehen. Und droht mit noch mehr Säbeln, als vor sein Schloss sie ziehen. Uff, da, da, uff, da, da, tätere, tätä. Da drohten die Berliner halb taub voll all dem Blech und schrien, lieber König, steck mal der Plömpe weg.
Es schien, er gäbe Ruhe, sein Säbel hielt kurz still. Man denkt, es wär gelungen, doch er tut, was er will. Uff-da-da-da, uff-da-da-da, tä-tä-tä-tä. Es kämpften tapfere Menschen um ihr ganz eigenes Recht. Doch dann kam Friedrich Wilhelm, da ging es ihnen schlecht. Noch viele Jahre weiter bleibt's bei der Rasselei. Erst 1918 ist's mit dem Lärm vorbei. Uff-da-da-da, uff-da-da-da, tä-tä-tä-tä. Uff. Und wo wollt ihr jetzt hin? Nach Amerika. Auch wenn wir da niemanden persönlich kennen. In Deutschland können wir jedenfalls nicht bleiben. Die Klinik in Bremen hat doch meinen Daniel tatsächlich gekündigt, weil er zu mir gehalten hat. Vielleicht geht's auch irgendwann noch woanders hin. Nach uns wird gefahndet. Wenn man uns schnappt, dann werden wir sofort hingerichtet. Wir wollen auch nach Amerika. Dort ist ja schon eine Demokratie. Und viele der Revolutionäre, mit denen wir gekämpft haben, sind bereits dort. Wir hoffen, dass wir dort unsere Träume verwirklichen können. Tja, in Deutschland haben ja die Fürsten und Könige das Volk wieder fest im Griff. Wir werden schlimmer unterdrückt und überwacht als je zuvor. Das war ein schöner, viel zu kurzer Traum von einem Deutschland in Freiheit. Aber beim Protestieren geht es ja nicht ums Gewinnen. Es geht darum, sich an das Versprechen von Freiheit zu halten, auch wenn das keinen schnellen Erfolg verspricht. Ja, und irgendwann wird dieser Traum auch wahr werden. Vielleicht gibt es noch viele Kämpfe und vielleicht werden wir das auch nicht mehr erleben. Aber irgendwann wird es keine Könige mehr geben in Deutschland. Irgendwann werden alle wählen dürfen, ja, auch die Frauen. Ja. Und irgendwann, da werden alle frei und gleich sein. Gemeinsam erträumen wir ein Land, das befreit ist, nicht gesetzlos. Erschaffen wir ein Morgen, das frei ist, nicht fehlerlos. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, doch nicht mehr lang. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand.
Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben. Aber ich werde alles geben. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.